Herzlich willkommen zu einer neuen Runde The Culling. Wir spielen mit einem Random Alley, wie immer, auf der alten Map, auf der schönen Insel. Oh, wir starten hier hinten, von Outfitters, das heißt, mein Alley startet, glaube ich, davor. Das heißt, wir können jetzt da unten lang gehen oder hier oben. Sprich, den unteren Tunnel oder den oberen, ich bevorzuge den oberen. Rechts von mir, bei den Outfitters startet auch jemand. So, dass wir halt jetzt versuchen können, hier was zu finden und ihm dann entgegenzulaufen. Das ist gerade keine Kunde. Blöd wird es natürlich jetzt, wenn ich nichts finde. Naja. Alles jetzt nicht Sachen, die so der Hit sind. Auch nicht. Okay, zwei Waffe wäre noch halt. Da. Dann gehen wir trotzdem den Camper suchen. Bisschen Ausdauer kurz sparen und dann. Komm. Komm. Der ist immer noch da oben. Oh. An enemy just killed. Da ist er. Another contestant with an axe. So, jetzt bist du ein bisschen langsamer. Das sollte ich nicht kriegen. Wegrennen hilft da nicht. Was machst du? Bringt nichts wegzulaufen. Ach, mein Gott. Ja, wenn man verkuppelt ist, braucht man halt nicht weglaufen. Ist halt unsinnig. Genau dafür ist halt der Hammer gut. Er macht halt Krüppel und damit sind die Leute langsamer. So. Dann hauen wir uns die rein, nehmen die mit. Kann den Rest behalten. Oh, da kommt sein Partner. Okay. Hallo? Hä? Bin ich gerade blind? Bin ich vorbeigelaufen? Was ist denn hier los? Das reicht. Wie häufig kann ich an jemanden vorbeilaufen? Das geht ja gar nicht. Okay, der kämpft auch nicht so besonders gut. Und wie gesagt, man rennt nicht weg, wenn man verkrüppelt ist. Macht man einfach nicht. Kriegt nichts. Okay, der nächste ist ein bisschen weg. Dann suchen wir jetzt mal unseren Partner auf und gehen mal dort weiter. Den Airdrop, den ich drin habe, kann ich erst bei Minute 19 holen. Das heißt, der dauert halt noch ein bisschen. Okay. Ach, so wieder jemand von der ganz schnellen Sorte. Die ersten Ruhe alles looten wollen. A package has been delivered to Culpepper Outfitters. Oh. Thanks for playing Loot Express. Mein Fehler. Das habe ich verpennt. Er wollte gar nicht erst alles looten, sondern er hatte das Ding holen. Und was war drin? Ja, das nehme ich. Das heißt nichts. Eine T2-Waffe ist halt immer noch nicht dabei. Insofern. Das ist ein bisschen ärgerlich. Okay, der nächste Gegner ist da rüber gesprungen. Das heißt, der andere dürfte noch ganz weit hinten sein, wo es gerade hingezeigt hat.
Das hier ist jetzt Setcom. Oh. Da haben wir sie schon. Da sind sie. Ja, sind sie. Packen wir das mal rein. Ja, mal auf Spannung die Bäche zu teilen. Und wie oft ich drauf reinfalle. So nicht. Oh, das ist okay. Dachte ich, das ist jetzt gut. Oh, da kommt der Partner. Whoa, 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 whoa. Das war knapp. Oh, und ich weiß sogar, dass der, mit dem ich gespielt habe, sogar ziemlich gut war. Kommt der nächste mal? Ja. So, nicht hier. Okay, der kämpft hier nicht so gut. Und versucht wieder wegzurennen. Leute, die versuchen wegzurennen, wenn sie gekrüppelt sind. Das ist so unsinnig. So nicht, ja. Oh, das war jetzt spannend. Das war echt interessant. Guter Kampf mit dabei. Also der vorher, wie gesagt, den Geralt, mit dem habe ich schon ein paar Mal gespielt. Der ist sehr gut. Mit dem habe ich, glaube ich, ein paar Runden schon gewonnen. Aber mein Partner macht sich halt auch hier ziemlich gut gerade. Ah, die jetzt danach, die waren jetzt nicht so der Hit. Aber dadurch, dass wir jetzt schon angeschlagen waren, hätte das auch schnell anders enden können. Na, das wollte ich jetzt nicht hier. So, noch irgendwas zum Looten. Stimmt, den Airdrop. Könnte ich eigentlich auch machen. Aber ich möchte mal kurz gucken, was man kaufen kann. Vielleicht hat man ja auch Glück. Es gibt irgendwas richtig Tolles. Wenn die letzten Gegner kommen, dann kommt noch auf uns zu. SMG ist okay. Wenn man nah genug ran ist, haut sie halt auch rein. Das können wir schnell verkaufen. Mich nervt ein bisschen, dass es halt nur noch 10 Frank für die ganzen Sachen gibt. Früher gab es ja sowas zum Beispiel 20 Frank und für die kleinen Sachen halt 10. Mittlerweile ist halt alles 10 Funk, bis auf gecraftete Sachen, die halt noch weniger sind. Okay, dann können wir schnell den letzten Kampf machen. Dann haben wir unsere Finale schon. Ich glaube, jeder von uns... Was will der mir geben? Okay, nehme ich. Jeder von uns hat, glaube ich, 2 Kills. Ah nein, 4 Kills habe ich schon. Stimmt, die 2 am Anfang. Die ja so blöd gekämpft haben. Da haben wir sie. Okay. Was machen die denn? Kämpfen die gegeneinander? Ja! Ich dachte, das war ein Team. Was ist das denn gewesen? Ja. Ja.
rennt nicht weg. Okay. Ja, schade. Das Finale war jetzt ein bisschen blöd. War wohl anscheinend doch kein Team mehr. Aber ansonsten war es, glaube ich, eine ganz gute Runde und ich hoffe, sie hat euch auch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei einer neuen Runde des Kalin. Bis dahin, viel Spaß!